Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Vlog. Wir sind tatsächlich in Lappland angekommen und der Weg war einfach so unglaublich weit. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ausgerechnet Lappland? Ich habe vor 2-3 Jahren mal gelesen, dass Lappland die letzte Wildnis Europas ist. Und seitdem will ich dahin. Und wir sind ja hier in unserem Baby Moon, wie es so schön heißt. Wir kriegen im Januar Nachwuchs und das wird unser letzter Urlaub zu zweit. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann lass doch mal nach Schweden fahren. Und dann habe ich schon so gedacht, okay, vielleicht wird das ja was mit Lappland. Aber ich habe das nur so scherzhaft gesagt. Und dann haben wir eine Airbnb-Wohnung gefunden, beziehungsweise ein Haus, eine Hütte, die ich euch gleich zeige. Wir wussten noch gar nicht, wo die Hütte liegt, aber die hat uns halt irgendwie sehr zugesagt. Die hat uns am besten gefallen. Ja, und dann liegt diese Hütte halt in Lappland. Perfekt. Und jetzt sind wir hier. Und der Weg ist unfassbar weit. Es sind 2300 Kilometer ungefähr, die wir jetzt gefahren sind. Hört sich vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so krass an, aber ihr müsst euch überlegen, wir sind zum Beispiel die letzten 500-600 Kilometer fast ausschließlich Landstraße gefahren, auf der man 70 km/h fahren darf. Das dauert richtig. Also wir sind 3 Tage jetzt hier angereist. Und jetzt sind wir endlich da und es ist ein unglaublicher Ort. Es ist ein toller Ort. Hier sind wir ausgestiegen aus dem Auto und du hörst nichts. Gar nichts. Nichts. Ein komplett stiller Ort. Wenn du Glück hast, hörst du mal einen Vogel. Das war's. Es ist krass. Ich bin richtig glücklich. Bin richtig happy. Hier fährt man den Weg runter und dann fährt man hier diese Kurve und da sind unsere 2 Hütten. Hier ringsrum ist ganz viel Natur und wir schauen direkt auf den See. Auf einen riesigen See. Ein riesengroßer See. Aber gestern hatten wir noch so 11 Grad ungefähr. Heute sind es nur noch 2-3. Also es ist kalt, aber auch nicht so richtig. Es ist relativ windstill. Also ich finde es sehr angenehm. Eine ganz, ganz tolle Luft und eine krasse Stille. Und ich zeige euch jetzt mal unser Haus. Roomtour 2.0. Wir sind hier in der hintersten Ecke vom letzten Wald, aber modernste Technik. Wir öffnen und schließen die Tür einfach mit der App. So, Schatz, was haben wir hier? Eine Waschmaschine. Waschmaschine plus Dusche. Mhm. Und eine Sauna. Genau. Da kann man dann hier auch auf den See gucken. Aber wir haben heißes Wasser. Das ist absolut nicht selbstverständlich hier. Ja. Eine Dusche mit heißem Wasser. Und hier haben wir tatsächlich eine Toilette. Tada! Ja, und machen wir Licht an. Genau. Hier haben wir sogar einen Spiegel. Jetzt kommen wir in den alten Bereich. Und das ist alles sehr, sehr überschaubar. Hier hängen uns schon die ganzen Sachen von der Decke. Bettzeug. Einziehen. Ja, ich muss Kopf einziehen. Wir haben Stiefel an der Decke und so weiter. Hier ist quasi der Essbereich. Da schlafen wir. Das sind Hochbetten. Wir schlafen aber beide unten. Ist ein bisschen eng, aber ist ja Honeymoon. Ja. Babymoon. Und das ist mit Abstand der schönste Platz hier. Ein ganz kleiner Schreibtisch. Hier essen wir auch immer. Ja. Mit 2 Stühlen. Und ich habe mich gestern Abend da hingesetzt und dann saß ich da ungefähr 1 Stunde und Tali fragte mich irgendwann, geht's dir gut? Ja, wirklich. Er sitzt da manchmal hier so und guckt nur so und denkt so, was geht jetzt durch seinen Ja. Also man sitzt hier, wir können uns ja mal hier zusammen hinsetzen. Ihr dürft euch gerne an unseren Tisch setzen. Und dann kann man hier das Fenster aufmachen und dann guckt man auf den See. Wir haben einen Ofen, hier machen wir Toastbrot drauf und hier haben wir eine kleine Küche. Ist doch ein süßes Häuschen am Berg. Ja. Gefällt uns gut. So, wir fahren jetzt einkaufen. Haben wir was vergessen zu sagen? Los geht's. Mein Schatz, wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt runter zum Wasser und dann auf ein Boot. Ist das deine neue Handtasche? Ja. Und das sind alle Boote, die es gibt. Und eins davon gehört uns. Ja. Weißt du schon welches? Ja, das Schönste. Das ist tatsächlich das Boot von dem Opa, von Uropa sogar, von unserem Airbnb-Host. Ja. Das Witzige ist, das Boot hat einen Motor, das Boot hat einen Motor, das Boot hat einen, das. Die haben ja irgendwie alle einen Motor. Nur unseres nicht. Hm. Jack, der ist so kalt. Kannst du noch?
Ja! Mir ist gerade mein Hut weggeflogen. Deshalb die schicke Kapuze. Das war eine Rettungsaktion, hör mal. Sieht aus wie ein Leuchtturm. Eieiei, wie mach ich das? Einfach den Steg rammen? Ja, so volle Kanne. Lass mich bitte nicht allein im Boot. So, jetzt kann ich ihn wieder raus. Nee, wir wollen von uns nochmal ein paar Drohnenaufnahmen machen. Es ist so unglaublich ruhig hier, dass man die Drohne im ganzen Tal hören wird. Tali hat sogar mich gehört, als ich das YouTube-Video aufgenommen habe. Da war ich irgendwo relativ weit auf dem See und da ganz oben hat sie mich reden gehört. Seht ihr jetzt nicht, hinter den Bäumen. Wir haben es nicht geschafft, die Drohne hier auf dem Boot zu landen. Wir sind jetzt da hinten, wir sind ja nicht allzu weit weg vom Ufer. Da irgendwo ist unsere Hütte und wir sind einfach dahin geflogen. Ich kann das leider noch nicht, das Profis können das ja, dass die Drohne auf der Hand landet. Im Boot. Ich nicht, bin kein Profi. Matt versucht jetzt, das Boot da einzuparken. Ah, das Boot muss nämlich jetzt wieder in die erste Hütte da. Jetzt kriegt er nasse Füße gleich. So, es wäre unmöglich, dieses große, riesige, superschwere Boot, das ist wirklich sehr, sehr schwer, da hochzuziehen, diesen Berg hoch. Deshalb gibt es da so eine Seilwinde. Und meine Assistentin wird jetzt das Seil anbringen. Ja, guck mal. Oh. Hier ist die Kurbel. Es bewegt sich nur ganz langsam voran. Sieht schon auf jeden Fall besser aus, ja. Wie lange haben wir jetzt ungefähr gebraucht? Weiß nicht, 3 Stunden? Gefühlt 3 Stunden? Nee, aber eine halbe Stunde locker. Aber ist es, wenn man mit einem Fotografen verheiratet ist. Jede dritte Minute wird angehalten und ja, Fotos werden gemacht. Ist was? Nö. Zack, die andere Kamera wurde auch noch mitgenommen. Wir glauben, für andere Leute ist es komplett schwierig, mit uns zu reisen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Weil wir einfach so spontan sind und irgendwie jetzt für unseren Urlaub nur die ersten Tage geplant haben und die andere Hälfte gar nicht. Wann kam die Entscheidung, dass wir nach Lappland fahren? Also die Woche. Letzte Woche oder die so? Woche davor, ja. Und jetzt nicht unbedingt eine Woche davor, sondern eher so. So ein paar Tage, ne? So 3 Tage oder so. Mhm. Wir haben dann einfach grob geschätzt und haben gedacht, okay, wir werden so ungefähr 3 Tage bis nach Lappland brauchen. Die 3 Tage schlafen wir dann halt im Auto irgendwo. Dann sind wir ein paar Tage hier. Und wie es dann weiterging, ja, keine Ahnung. Dachten wir, planen wir dann hier. Planen wir dann hier. Und jetzt sind wir auch schon ein paar Tage hier und denken immer, ach, heute müssen wir aber wirklich buchen. Mhm. Ja, komm, egal, morgen. Ja, aber heute wirklich. Und dann haben wir es wieder nicht gemacht. Ja, es ist, glaube ich, anstrengend. Aber so funktionieren wir und so klappt das für uns. Also wir wissen heute oft nicht, was morgen passiert. Und das passt aber auch irgendwie zu uns. Ja. Und da fühlen wir uns wohl. Und da haben wir leider ziemlich wenig Auswahl. Und zum Beispiel diese Hütte. Die ist krass. Das ist eine ganz kleine Hütte, direkt am See. Auch richtig schön kuschelig eingerichtet, mit eigenem Boot. Guck mal, das ist das Boot, der angelt. Schön. Das ist doch ein Kanu, oder? Kanu, ja. Ja, richtig cool. Problem, wir haben kein fließendes Wasser.
Ist das schlimm, kein fließendes Wasser zu haben? Ich sag mal, hier ist es jetzt echt Luxus, ne? Was wir hier haben. Mhm. Heißes Wasser, man kann sich duschen, Waschbecken, da kommt auch warmes Wasser her. Ja, dann ist es halt so ähnlich irgendwie wie so ein Camperlife dann halt, ne? Wenn man dann auch nicht wirklich... Ja, wie im Auto. Ja, genau. Also im Auto haben wir ja auch kein fließendes Wasser. Ja. Wir füllen einfach unsere Kanister nochmal auf und dann reicht das, denke ich. Und wir haben eine Heizung, sehe ich gerade. Wir haben ein Dach über den Kopf. Wir haben ein Bett. Das ist wunderbar. Dann können wir da 4 Nächte verbringen, ne? 4. 4. Mhm. Okay, die Hütte kostet nur 47 Euro die Nacht. Mhm. Das sind dann 219 Euro. Echt günstig. Und der Gastgeber ist der Harald. Schreib ihm. Vielleicht ist das ja sogar ein Deutscher. Hey. Harald. Smiley. Gar nicht mehr so lange, nur noch ein paar Monate und dann sind Tali und ich tatsächlich Eltern. Und gestern haben wir unseren ersten Elch gesehen. Unseren ersten Elch in freier Natur. Und wir sind dann gestern noch durch den Supermarkt und dann haben wir so ein Kuscheltier gesehen, so ein Elchkuscheltier. Und Tali sagte sofort, es wäre so schön, wenn wir unserem Kind jetzt schon was schenken und hier aus Lappland irgendwas Besonderes mitbringen. Und dann haben wir gedacht, ja, wir haben gestern einen Elch gesehen und wir kaufen diesen kleinen Elch. Wir haben ihn aber nicht gestern gekauft, weil das war nur so eine Schnapsidee, so ganz spontan. Oh, guck mal, der Elch ist süß. Ah ja, okay, wir müssen weiter. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, Tali hat immer wieder von diesem Elch gesprochen und hat gesagt, oh, warum haben wir den nicht gekauft? Warum haben wir den nicht gekauft? Also der bedeutet ihr wirklich viel und ich habe ihn gekauft. Ich hab ihn gekauft. Toll. Guck mal, das ist auch einer der Wegen. Hallo. Weißt du, was das Lustige an Kindern ist? Hm? Und da sind die wirklich alle gleich. Wenn die ein Kuscheltier haben, dann spielen die etwas mit dem Kuscheltier. Und wenn die dann das Etikett entdecken, die sind dann so fasziniert von dem Etikett und spielen dann nur noch damit. Echt? Ja, das ist echt witzig. Heute ist Sonntag, der 20. um 8 Uhr morgens ungefähr. Mhm. Wir haben jetzt 2 Stunden lang unser wunderbares Holzhüttenferienhaus aufgeräumt und haben gekramt und gekramt und gekramt und haben alles wieder in den perfekten Zustand gebracht. Denn wir reisen jetzt weiter. Das war Lappland. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Der kleine Vlog hier. Und wir reisen jetzt weiter zum Wasserfall. Genau. Zu irgendeinem riesigen Wasserfall und der ist 5 Stunden von ihr entfernt. Wir müssen uns also ein bisschen ranhalten. Schau dir doch auch die nächsten Videos von uns an und bis bald. Tschüss. Tschüss.